1Live. Domian. Das 1Live Talkradio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. So, meine Lieben, willkommen bei Domian. Willkommen beim 1Live Talk Radio. Ich wünsche euch jetzt erstmal von ganzem Herzen ein gutes, ein tolles, ein super neues Jahr, 2004. Wir sind ab heute wieder live da. Vorige Woche gab es ja Wiederholungen von Domian. Ab heute wieder live in alter Frische von Montag bis Freitag, von 1 Uhr bis 2 Uhr. Schön, dass ihr auch da seid. Und wir haben heute Montag und das heißt auch nach alter Tradition eine freie Themensendung. Wenn ihr euch also gerne mit mir unterhalten wollt, egal über welches Thema, dann ran ans Telefon 0800 220 5050 oder mailt mir unter domian@wdr.de. Über was habt ihr Lust, euch mit mir zu unterhalten, live zu unterhalten hier in der Sendung in tiefer Nacht? Erster Anrufer heute Nacht ist Mike. Und Mike ist 36 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Hallo Mike. Was ist dein Thema? Weswegen rufst du an? Ja, ich weiß nicht, ob du das gestern mitgekriegt hast mit dem Kampfhundenangriff auf den 7-jährigen Sohn. Ich habe in der Zeitung Überschriften gesehen. Ich bin aber jetzt nicht richtig informiert, was genau da passiert ist. Du bist der Vater von Ich bin der Vater dazu, ja. Du bist der Vater von dem Kind, das angegriffen worden ist von einem oder mehreren Kampfhunden? Zwei Rottweilern. Von zwei Rottweilern. Beschreib mal genau, was passiert ist. Ja, also meine Frau, mein 7-jähriger Sohn und der 7-jährige, die waren auf dem Spielplatz, ja, waren auf dem Nachhauseweg. Ja. Und dann sind sie eben von zwei Rottweilern aufgehalten worden. Und die zwei Rottweiler haben sich an meinem 7-jährigen Sohn festgebissen. Und die Rottweiler liefen frei? Die sind frei, ja, ja. Der hat den Zwinger nicht abgesperrt. Ja. Der Besitzer. Und die beiden Rottweiler haben sich in den kleinen Jungen verbissen. Mhm. Eva, jetzt weiter erzählen. Wie geht es dem Jungen? Ja, jetzt Gott sei Dank wieder ein bisschen besser. Ja. Er ist jetzt also außer Lebensgefahr, aber er liegt nach wie vor auf der Intensivstation. Das heißt, außer Lebensgefahr, das ist natürlich schon sehr beruhigend, sagt aber aus, dass er sehr schwer verletzt ist. Richtig. Ja. Wie schwer ist die Verletzung? Was haben die Hunde ihm zugefügt? Ja, die haben sich ziemlich an ihn festgebissen, von unten nach oben, und hätten dann nicht ein paar Leute eingegriffen und der eine Mann sich schüttend über seinen Kopf gelegt, dann wäre es wahrscheinlich jetzt mit ihm zu Ende. Was für ein Mann? Der Besitzer von den Hunden? Oder irgendein Passant? Mhm. Irgendein Passant. Da haben also mehrere Passanten versucht zu helfen. Ja. Der eine hat die Polizei gerufen. Ja. Ein paar haben versucht, die Hunde irgendwie loszuwerden oder abzuschütteln. Wo war denn der Besitzer der Hunde? Der war zu Hause. Das heißt, die sind ausgebrochen? Oder die der, sind der ausgebrochen. Also er hat sie um 10:30 gefüttert, ja, und um 11 Uhr ist der Angriff passiert und der hat den Zwinger dann nicht richtig zugemacht. Ach so. Und die Hunde haben dann beide gesucht. Das heißt, der Besitzer ist überhaupt nicht, auch nicht gegen Ende des schweren Vorfalls, nein, dazugekommen. Nein. Die Hunde sind dann abgehauen danach? Die sind dann abgehauen, die sind dann auch von der Polizei beide hingerichtet worden, ja, beide erschossen worden. Ich habe es richtig verstanden, dass dein anderer Sohn und deine Frau dabei waren. Richtig. Die sind nicht verletzt worden. Gott sei Dank nicht. Die Hunde haben sich ausschließlich auf den 7-jährigen Sohn. Richtig. Ja. Ist der Junge bei Bewusstsein schon wieder? Ja, jetzt wieder. Er war die ganze Zeit in einem Koma und jetzt haben sie ihn aus dem Koma, ja, raus und haben ihn wieder aufgeweckt. Welche Verletzungen hat er davongetragen? Ja, halt ziemlich viele. Also er sieht teilweise aus wie eine Metwurst, wenn man so schön sagen kann. Also wie sieht er aus? Auch wie eine Metwurst, also eine Streichmetwurst. Das heißt, die Hunde haben ihm auch ins Gesicht gebissen? Naja, Gott sei Dank nicht, weil der Mann hat sich ja schüttend über das Gesicht gelegt. Aber am Körper halt? Am Beinen und am Körper, ja. Hat er schwere innere Verletzungen? Ja, zum Glück, Gott sei Dank nicht. Aber was für ein Unglück und was für ein ungeheurer Schock für den Jungen. Natürlich auch für deine Frau und den Bruder. Ja. Hast du oder gab es schon Kontakt zwischen dir und dem Besitzer der Hunde?
Nein, den wird es auch nicht geben. Und meine Frau hat auf jeden Fall Strafanzeige gegen diesen Mann gestellt. Mhm. Und wir wollen jetzt mal hoffen. Und so wie wir das aber jetzt schon mitgekriegt haben, kriegt er wahrscheinlich 3 Jahre. Und ich denke halt einfach, jetzt es waren so viele Kampfhunderangriffe und da ist noch nichts passiert. Und ich bin halt einfach dafür, dass das härter bestraft wird. Oder ich auch. Ich da auch. Gesetze und deiner, alles Mögliche. Ich finde sowieso, dass man da viel zu lasch, immer noch zu lasch ist. Ja, ich weiß jetzt, dass es Hundebesitzer gibt, die jetzt wieder Zeta und Mordio schreien und sagen, das ist übertrieben. Aber wenn man solche Geschichten hört und wenn man sich dann vorstellt, was dieser kleine Junge hat erleiden müssen und diesen seelischen Schock, den er mitbekommen hat und an dem ihr noch sehr lange werdet arbeiten müssen mit dem Kind, das rechtfertigt schon, dass man in dieser Beziehung, vor allen Dingen aber auch mit den Menschen härter umgeht, die diese Tiere so züchten. Ja, es ist ja schon richtig. Also man muss sich auch vorstellen, der Mann hat keine Besitzerlaubnis dazu gehabt. Aha, da haben wir es schon, ja. Illegal, der hat den noch extra, die waren schon scharf, der hat sie noch schärfer gemacht. Ja. Und, also das ist auch wieder ein Beweis, dass das Tier an sich ist natürlich nicht böse. Der Mensch macht es böse. Der böse Mensch macht das Tier schlimm. So kann man sagen. Mhm. Du warst heute den ganzen Tag bei dem Kind? Nein, ich bin heute nicht in die Klinik reingekommen. Also nur meine Frau und ich dürfen überhaupt zu ihm rein, momentan noch. Aber ich durfte heute nicht rein, weil es eben nicht von denen richtig registriert worden ist, dass ich eben der leibliche Vater von dem Sohn bin. Ach so. Aber ich werde morgen hingehen. Habt ihr denn, ich meine, das ist jetzt alles noch sehr frisch, habt ihr denn schon Pläne oder hat irgendjemand euch schon eine Hilfe angeboten, wie ihr das Kind hinterher dann auch psychologisch betreut, wenn die körperlichen Wunden regeneriert sind? Noch nicht, nee. Ja. Aber ich habe halt Leute, die mich halt kennen und die das halt mitgekriegt haben, die haben mir also schon Einteilnahme gegeben und Trost gespendet und Hilfe angekündigt. Ja. Also es ist wirklich schlimm, was passiert ist. Aber wir wollen froh und dankbar sein, dass der Junge lebt und dass die Verletzungen nicht so ganz gravierend schlimm sind. Dass er einen Schaden für sein Leben davon trägt. Ich finde es gut, dass ihr Anzeige erstattet habt. Ich hoffe auch, dass das Härteste rausgeholt wird, was möglich ist. An Bestrafung. Ja, aber so wie es heute in Bayern 3 eben geheißen hat, 3 Jahre und dann... Ja, wo, das haben wir jetzt gerade gar nicht gesagt. Wo ist das genau passiert? In Bayern? In Bayern. In Höchstberg, Unterfranken, bei Würzburg. Ich würde dir gerne noch anbieten, Mike. Du weißt, vielleicht weißt du es nicht, dann sage ich es dir, ich habe immer einen Psychologen, eine Psychologin hier im Hintergrund. Mhm. Das heißt, mit der Elke, heißt sie, könntest du noch ein paar Worte sprechen. Und Elke, und Elke könnte dich vielleicht auch beraten, an wen ihr euch wenden solltet und könntet, wenn der Junge aus dem Krankenhaus herauskommt, um eine psychologische Betreuung zu arrangieren. Ja. Dann legst du bitte auf und Elke ruft dich an und ich wünsche euch alles Gute und vor allen Dingen schnelle Genesung für den Kleinen. Danke, Alles Liebe, alles Gute, Mike. Ja, danke. Du legst auf, wir rufen zurück. Tschüss. So, meine Lieben, 0800 220 50 50, die Telefonnummer, Faxnummer 0800 220 50 51, E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Hier ist Corinna und Corinna ist 18 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Corinna. Hallo Domian. Um was geht es denn bei dir? Also mein Freund ist von Samstag auf Sonntagnacht verstorben. Wie alt war er? 22. Und an was ist er verstorben? Das weiß keiner. Also wir haben uns Samstagnacht noch gestritten, also Samstagabend noch gestritten und da war dann schon, ich weiß auch nicht, da hat er sich, da ist dann er nochmal runtergegangen zum Auto und. Ja. Wohnt ihr in einer Wohnung gemeinsam? Also er hat bis jetzt bei mir immer gelebt, wir hatten aber trotzdem noch getrennte Wohnungen. Ja. Also er war da trotzdem Tag und Nacht bei mir. Aber wie war das dann? Du sagst, ihr habt euch am Samstagabend gestritten. Er ist zum Auto runtergegangen, also aus der Wohnung raus. Mhm. Und ist er dann weggefahren oder ist er nochmal zurückgekommen in die Wohnung? Nein, ich habe ihn dann gefragt, wohin er will, und da hat er gesagt zu mir, er möchte zum Auto gehen und ich dachte so, aber da er auch keinen Führerschein hat, sage ich, fahre aber nicht, und war auch noch sauer, wenn wir uns gestritten hatten. Mhm. Und aber ist er dann doch gefahren? Nein, er ist dann nicht gefahren. Und also wo? Er hat nur gesagt,
dass er was aus dem Auto holt und dann ist er ja auch gleich wieder hochgekommen. Aber ich habe nichts gesehen und habe mir auch nichts bei ihr gedacht, dass er nichts in der Hand hat oder so. Wo ist er denn dann verstorben? In der Wohnung? Bei mir in der Wohnung im Schlafzimmer. Und wo warst du währenddessen? Also ich habe noch bis 3 Uhr dann Fernsehen geguckt. Und dann habe ich, weil wir früh eigentlich weg wollten, habe ich gedacht, na gut, jetzt legst du dich noch 2-3 Stunden hin. Ja, zu ihm? Nein, ich habe mich dann, weil ich auch noch ein bisschen sauer war auf den. Ach so. Ich habe eine 3-Raum-Wohnung. Und ja. Und wann hast du ihn dann gesehen, entdeckt? Also ich bin dann doch spät am Nachmittag aufgewacht. Das war so 15 Uhr. Ach, erst am nächsten Tag dann? Ja. Und da hast du ihn gefunden? Dann habe ich ihn gefunden. Und ich habe ja... Und du hast überhaupt keine Ahnung, an was er verstorben ist? Nein, also... Was sagt der Arzt? Der wusste auch nichts. Also er sagte, naja, ist ja auch klar, auch Fremdeinwirkung oder Gewalt war es nicht. Hast du denn die Vermutung oder die Sorge, dass er sich selbst das Leben genommen hat? Ja, schon. Der Gedanke ist auch schon aufgetreten, weil wir uns halt oft gestritten haben und... Ich vermute mal, dass die Polizei ihn beschlagnahmt hat. Ja, also das heißt, es wird eine Obduktion vorgenommen. Das heißt, der Arzt, den du dann geholt hast, abgesehen davon stelle ich mir gerade vor, ihr habt gestritten. Alles war eigentlich normal. War er krank vorher gewesen? Nein, ich meine, der Arzt war über Kopfschmerzen und Übelkeit am Freitag geklagt, aber... Ah, ja. Aber die Situation stelle ich mir gerade vor, ihr habt gestritten. Dann liegt er im Schlafzimmer, er geht da schlafen und du schläfst in einem anderen Raum. Schläfst dann auch ziemlich lange. Ja. Aber hattest du nicht gesagt, dass ihr am nächsten Morgen irgendwie was vorhattet? Wir wollten eigentlich, also ich habe noch Hunde und da wollten wir eigentlich zum Hundeplatz, also zum Trainingsplatz. Und dann hast du so lange geschlafen, obwohl ihr Hunde habt? Hast du bis nachmittags geschlafen? Ja, ich habe dann... auch geschlafen. Ich meine, normalerweise weckt er mich immer. Und Aber die Hunde haben dich auch nicht geweckt? Nee, die haben mich auch nicht geweckt. Und naja, und dann... Hast du ihn gesehen? Und das meine ich gerade damit, was für ein Schock das gewesen sein muss. Ja, ich bin dann ins Zimmer reingegangen und habe ihn noch gerufen, habe noch Wäsche aufgehangen und habe gedacht, vielleicht war er ja doch die ganze Nacht wach. Mhm. Entschuldigung. Und naja, dann, weil er aufs Rufen nicht mehr reagiert hat, da habe ich ihn angefasst und da war auch ganz kalt. Hm. Hast du dann sofort einen Krankenwagen oder die Polizei angerufen? Ich wusste erstmal nicht, was ich machen sollte. Und dann bin ich zu meiner Nachbarin rüber und die hat dann alles in die Wege geleitet, die Nachbarin. Ja. Na, ich habe dann von ihr aus telefoniert. Also Notarzt angerufen und erst haben sie es mir ja nicht geglaubt. Die haben mir gedacht, ich mache einen Scherz. Ja. Oder so. Naja, und dann sind sie doch gekommen. Und haben es dann gesehen auch alles und haben es geglaubt. Außer der Übelkeit, von der du gerade gesprochen hast, die er hatte Freitag schon, war er sonst eigentlich fit? Oder gab eigentlich, es eigentlich schon? Eigentlich war der immer fit. Also er hatte noch nie so eine ernste Krankheit. Seine Mutter kann sich es auch nicht vorstellen. Ja. Und 22 war er. 22, das ist im September letzten Jahres 22 geworden. Wie lange wart ihr zusammen? Also wir sind ein halbes Jahr, am 30. Juni sind wir zusammengekommen. Das ist wirklich ein ungeheurer Schock. Vor allen Dingen, wenn man dann gar nicht weiß, was passiert ist. Und wenn man vor allem, man steht schon vor der Trauer und vor dem Verlust, dass man einen Menschen eben verloren hat. Das ist schon ungeheuerlich. Aber dann auch noch nicht mal zu wissen, was geschehen ist. Ich habe noch angeschrien und habe ihm noch Vorwürfe gemacht, warum er immer so schnell irgendwie ausflippen tut. Und naja, dann habe ich gesagt, weißt du was, wenn das weiter so geht, dann bin ich weg und mir tat es mir leid. Und über was habt ihr denn gestritten in der Nacht? Um welches Thema ging es da? Also es ging eigentlich um sein Handyladegerät. Eigentlich was ganz Sinnloses. Also völlig unbedeutend. Völlig unbedeutend. Machst du dir jetzt Vorwürfe? Hast du Schuldgefühle, dass du auch noch mit ihm gestritten hast? Ja,
Also ich denke immer, wenn ich nochmal reinhören würde oder wenn der Streit nicht wäre, dann würde er vielleicht noch leben und ich verstehe das nicht. Er war noch so jung und ja. Ich habe jetzt auch Angst, dass er sich bei ihm wegen den Streit gestritten hat und weißt du, Corinna, ich sage es jetzt mal so, nur aufgrund der paar Worte, die du mir erzählt hast. Wenn es um so einen Kleinkram ging, wie ein Handy-Aufladegerät, das ist ein bisschen ärgerlich. Aber glaube mir, deshalb ist es nicht zu diesem Unglück gekommen. Das war sicher jetzt ein unglücklicher Zufall, dass ihr euch nun auch noch gestritten habt. Es war eine Verkettung von vielen unglücklichen Umständen. Aber ich glaube nicht, dass du dir auch nur im Geringsten einen Vorwurf machen musst oder eine Schuld. Natürlich kann man im Nachhinein immer sagen, ja, wäre ich vielleicht nochmal reingegangen, hätte ich das nochmal mal gemacht. Vielleicht hat er eine schwere Erkrankung gehabt und er ist und ihr habt das alle nicht gewusst und ihr auch nicht. Und er ist wirklich verstorben und er wäre auch verstorben, vielleicht wenn du neben ihm gelegen hättest. Deswegen ist ja die Obduktion sehr wichtig, dass ihr eine Gewissheit bekommt, was war da, woran ist er verstorben. Ja, aber das ist natürlich, das ist kein Trost, ich weiß, aber es ist vielleicht eine kleine Erleichterung für dich, dass du dir nicht so sehr große Vorwürfe machst. Ich verstehe, dass das eine normale Reaktion ist, würde ich auch machen, Corinna. Aber ich sage es dir als Außenstehender, das ist nicht begründet. Wahrscheinlich hättest du, wie auch immer es gekommen wäre, es nicht verhindern können. Naja, aber ich denke immer, vielleicht hat er doch irgendwas genommen wegen dem Streit, weil es auch öfters vorkam, dass wir uns... Aber war er so anfällig, dass er sich wegen so einem blöden Handy-Ladegerät, dass er Tabletten nehmen würde oder sowas? Und sich eigentlich das Leben nehmen nicht, würde? Das hat ja die Polizei auch schon gesagt und... Mhm. Die so eigentlich so anfällig war oder ist, das war ich immer, die dann... Ja, siehst du. Wann wird denn der Bericht draußen sein von der Untersuchung, von der Obduktion? Das wissen wir noch nicht. Also die Polizei, die möchte das morgen die Akte dann zur Staatsanwaltschaft geben. Und der Staatsanwalt soll dann entscheiden, ob das zur Autopsie kommt oder nicht. Ach so, das ist noch gar nicht entschieden. Nee. Ach so, ich dachte, du war die ganze Zeit davon ausgegangen, dass es schon entschieden ist. Na, ich habe ja auch erst gedacht, bis vorhin, also, dass das dann so normal ist, aber dass er gleich autopsiert wird. Aber die Mutter sagte mir dann halt, dass das erst zur Staatsanwaltschaft geht. Ich mache dir jetzt mal einen Vorschlag. Ich möchte, da du verständlicherweise, nachvollziehbarerweise sehr, sehr traurig bist und sehr angeschlagen bist, dass du jetzt erstmal in Ruhe mit meiner Psychologin weitersprichst. Und dann schlage ich vor, dass wir vielleicht in ein paar Tagen nochmal sprechen, wenn mehr Informationen da sind. Wenn du das möchtest, können wir das nochmal machen. Ja, das... Ja? Na, okay. Gut, dann legst du jetzt auf und wir rufen dich zurück. Und ich möchte dir von meiner Seite wirklich mein großes Mitleid aussprechen, Mitgefühl aussprechen, weil das wirklich eine sehr, sehr schlimme Sache ist, die passiert ist. Danke. Du legst auf, Corinna, und wir rufen zurück, ja? Okay. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. 0800 220 5050, unsere Telefonnummer. Und die hat auch die Easy gewählt. Und Easy ist 14 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Hallo Easy. Um was geht's denn bei dir? Also, es ist so, meine Mutter schlägt mich. Mhm. Oft? Ich sag mal, ein- bis zweimal im Monat. Es ist eigentlich nicht so voraussehbar, wann sie das macht. Geht das schon immer so oder in der letzten Zeit erst? Nein, es macht sie eigentlich schon, seit ich 6 bin. Ja. Ich meine, das ist ja schon doch, da kommt ja eine ganze Menge zusammen. Das ist dann ja doch schon sehr oft vorgekommen, wenn man die Jahre mal so zurückrechnet. Was sind denn das für Situationen, wo sie austickt und wo sie das macht? Also es sind ganz einfache Situationen, also einfach in Anführungsstrichen. Wenn ich ein Glas runterwerfe oder irgendwie Mist baue, wenn ich schlechte Noten in der Schule schreibe, ist sie überhaupt nicht sauer. Also überhaupt nicht, weil sie ist halt gelassener, als wenn ich jetzt irgendwas runterschmeiße. Ja, und wie schlägt sie dich dann? Wie krass ist das? Wie heftig ist das?
Also das letzte Mal war am 5. Januar und da hat sie mich, nee, am 29.12. war das, da hat sie mich gegen die Wand in der Küche gedrückt und hat mir halt 3 Ohrfeigen gegeben und hat mich dann getreten. Und dann habe ich mich halt da an die Wand gesetzt und einfach nur geheult. Ja, also 3 Ohrfeigen und getreten. Das ist ja nichts, es ist keine Kleinigkeit. Das ist ja schon heftig, ne? Na, für mich ist es eigentlich schon eine Kleinigkeit. Findest du? Warum? Weil du es gewohnt bist, oder was? Nein, es gab eigentlich noch schlimmere Situationen. Einmal, als ich bin jetzt in ein Haus umgezogen, habe ein neues Zimmer gekriegt, zwar nicht größer, aber das war halt eine miese Situation. Ich musste immer durchs Schlafzimmer meiner Eltern. Und wenn ich in mein Zimmer wollte. Und dann bin ich halt umgezogen. Natürlich sortiert man dann auch aus, wenn man halt im Haus umzieht und so. Ja. Und dann wollte ich halt ein Kuscheltier, woran ich hier hänge, nicht weggeben. Und die ich wollte ein Kuscheltier nicht weggeben. Ein Kuscheltier, ja. Ja, da hing ich ziemlich dran. Ja. Ich war damals, ich war 10 oder 12 oder 11. Und dann ist sie ausgetickt und hat gesagt, ich wäre ein Messi und ich würde doch alles verwahren. Ich wäre wie mein Vater. Mein Vater wird ja auch jede Schraube aufheben. Und dann ist sie halt ausgetickt, hat mich auf den Boden gestupst und hat mich halt gewürgt und mir ein paar Ohrfeigen gegeben. Hat dich gewürgt sogar? Ja. Ein 10-jähriges Kind? Ja. Da muss ja in Todesangst geraten sein. Naja, Todesangst. Ich vertraue ja auch irgendwo. Da war Panik. Irre Angst, sagen wir, irre Angst hattest du. Ja. Ne? Ist ja auch verständlich. Stichwort Vater. Lebt ihr also in der richtigen Familie? Sind die Eltern kriegt ihr das mit, wenn deine Mutter das macht? Mein Vater ist eigentlich selten zu Hause. Der kommt erst nachmittags um 5, 6 Uhr erst wieder. Und dann ist das meistens schon alles abgelaufen. Oder er sitzt halt oft im Büro und arbeitet. Weiß der das denn, dass das immer wieder vorkommt? Er weiß, dass Mama mich ab und zu mal steckt, aber dass das so immer wieder vorkommt, ich habe es ihm heute versucht beizubringen. Ja? Weil heute gab es noch einen größeren Konflikt. Und wie reagiert er, als du es versucht hast, ihm beizubringen? Es war natürlich sehr schwer, was ja auch verständlich ist. Das frisst sich ja auch alles in einen hinein. Das ist ganz schrecklich. Das ist, das brennt sich ein. Diese Bilder kommen immer wieder nachts wieder. Klar. Aber wie hat er reagiert, als du es ihm... Ja, also ich habe ihm das alles so erzählt. Und er meinte, dass er das schrecklich finden würde. Aber er könnte ja, wenn er dabei wäre, dann macht er ja auch immer was. Aber wenn er nicht dabei ist, wir haben eigentlich keine Lösung gefunden. Er war schon geschockt, denke ich mir mal, aber er kann es halt nicht so zeigen. So. Und er meinte halt, wenn sie mich beleidigt, sie beleidigt mich, blöde Schlampe, doofe Hure und so weiter. Habe ich nicht verstanden. Schlampe, blöde Hure und so weiter. Wer sagt das? Meine Mutter. Zu dir? Ja, zu mir. Das auch noch? Ja. Ja. Du pass mal auf, Isi, du bist ja 14 Jahre alt. Das ist ja schon ein durchaus stattlich jugendliches Alter. Das heißt, hast du mit deiner Mutter mal versucht, so ganz normal, so wie wir beide jetzt auch, zu reden, was das soll, warum und was das und so weiter? Hast du es versucht? Ja, ich habe versucht, aber sie blockt total ab. Sie will es einfach nicht wahrhaben, dass sie es getan hat. Das heißt, sie hat sich auch noch nie bei dir hinterher entschuldigt, mal? Doch, manchmal, aber dann war das nicht so richtig, sondern halbherzig. Bist du das einzige Kind? Ja. Ja. Du hast ja, ich merke, dass dir irgendwie schon der Druck ziemlich nach oben gestiegen ist. Wenn du jetzt mit deinem Vater geredet hast, heute hier in der Sendung anrufst, heißt das für mich so, die Isi hat die Faxen allmählich dicke. Mhm. Ne? Die reicht's allmählich. Ja. Also, verstehe ich auch. Deswegen finde ich diesen ersten Ansatz, den du getan hast, mit deinem Vater zu reden, ihn da einzuweihen, wenn er das gar nicht... Er hat eigentlich versucht, mit mir zu reden, weil die Situation ist heute eskaliert. Ich habe mit meiner Freundin Anne darüber geredet. Wir haben schon früher darüber diskutiert. Und sie hat es halt mitgekriegt und hat ein falsches Wort Mord oder so verstanden. Ja. Und hat das natürlich auf sich bezogen. Ja. Weil wir auch immer wieder Konflikte haben. Ja. Und dann ist sie zu meinem Vater gerannt, hat gepetzt, also petzt in Anführungsstrichen. Ich merke, eine Verkettung von Missverständnissen. Aber eine ganz gute, mit einem guten Resultat, nämlich, dass ihr beide ins Gespräch gekommen seid, du und dein Vater. Mein Vater ist sehr vernünftig, muss man sagen. So, jetzt will ich dir was sagen. Ich finde, diesen Weg solltest du jetzt noch weitergehen. Dein Vater sagt, er würde dazwischen gehen, wenn er dabei wäre. Das ist ja auch sehr schön. Aber dein Vater hat auch einen Mund zum Reden, um mit deiner Mutter zu reden. Das heißt, im Prinzip ist es auch jetzt seine Aufgabe, finde ich, mit seiner Ehefrau zu sprechen und diese Sache irgendwie zu versuchen hinzukriegen.
Ja, ich weiß aber auch nicht, ob er das irgendwie verkraften würde. Er ist sehr krank, er hatte einen Herzinfarkt, dann drei Bypässe, eine Bauchspeicheldrüsenoperation, jetzt hatte er Lungenkrebs. Ach du lieber Gott, so schwer krank ist dein Vater? Ja, es hat 2000 angefangen, immer so Verkettungen. Wie alt ist dein Vater? 65, also sehr alt. Ach so, ja. Würde ich sagen. Meine Mutter ist 51 oder 53. Ja, also bist du so ein Spätkind, ne? So ja. Auf die letzte Minute quasi. Mhm. Ja, und ist halt auch, meine Mutter beleidigt meinen Vater auch und das finden wir beide nicht gut. So, auf jeden Fall muss aber da irgendwas passieren. Weil du bist eine 14-jährige junges Mädel. Na, eigentlich bin ich noch 13, aber ich werde bald 14. Ja, ist ja egal. Und das ist ja kein Dauerzustand. Jetzt hast du den einen Weg eingeschlagen mit dem Vater. Gut, das kann man jetzt vielleicht nicht so überstrapazieren, wenn der Vater so krank ist. Mhm. Der andere Weg ist natürlich schon der härtere Weg. Der wesentlich härtere Weg für alle Beteiligten. Nämlich, wenn es dir zu viel wird und wenn sie nicht ansprechbar ist und sie immer wieder zumacht, bleibt dir natürlich immer noch der Gang zum Jugendamt, Isi, um dir da Hilfe zu holen. Ja, aber oder die Drohung zumindest deiner Mutter gegenüber, ihr das zu sagen. Ja, ich habe auch irgendwie Angst, dass unsere Familie dadurch kaputt geht. Ich weiß nicht so recht. Verstehe ich. Aber dennoch musst du schon auch ein bisschen jetzt dagegen steuern, damit sie einfach kapiert, dass das nicht so geht und dass du ein fast bald erwachsener Mensch bist oder ein junger Mensch bist, den man nicht ständig schlagen kann und würden kann und weiß ich was du gerade alles erzählt hast. Mhm. Insofern, ich verstehe, dass du Angst hast, dass die Familie zerbricht. Aber wenn es immer noch weiter so läuft, zerbricht sie ohnehin, weil du dann so einen Hass und so eine Wut auf deine Mutter hast, dass es vielleicht gar nicht mehr zu retten ist. Ich habe zwar Wut auf sie, aber ich richte sie nicht gegen sie. Mhm. Ich hab sie auch mal beleidigt, aber es war erst nach dem Schlagen. Und eigentlich richte ich die Aggressionen, also Aggressionen würde ich nicht sagen, aber meine Wut eigentlich, ich schreie dann einfach, keine Person an, aber ich schreie ins Zimmer rein und versuche das irgendwie abzulehnen. Aber wer weiß, wohin das irgendwann sich dann steuert, dass du vielleicht jemand anders, der gar nicht schuld dran ist, irgendwann mal anschreist. Mhm. Also, ich wiederhole nochmal, der Weg mit dem Vater finde ich gut. Die andere Geschichte ist, dass du, finde ich, nochmal eingehender und klarer mit ihr reden musst. Und auch vielleicht auch so, durchaus so ein bisschen drohst und sagst, wenn das noch so weitergeht, dann kann ich mir ja auch helfen. Das habe ich schon alles versucht. So, pass auf. Und das dritte, was ich erraten möchte, ist, dass du nicht gleich an die ganz große Glocke Jugendamt hängst, sondern dass du dich beraten lässt in einer Jugendberatungsstelle. Da sitzen Fachleute, die wissen, in solchen Fällen sehr sensibel damit umzugehen, dass die Familie nicht gleich gefährdet ist, aber die dir sicher sehr kluge Ratschläge nach einem eingehenden Gespräch geben können. So, und so eine Adresse, die geben wir dir jetzt mal. Dann hast du noch eine Anlaufstelle und kannst dich noch mit jemandem beraten und bequatschen und dann mal gucken, wie es weitergeht. Ja. Okay? Okay. Dann legst du auf, wir rufen dich gleich an und dann wirst du mit der entsprechenden Telefonnummer versorgt. Ja, aber könnte es möglichst bald passieren, weil ich muss auch morgen zur Schule. Gut, dann bitte ich erst meine Regie, dass die Elke dich jetzt absolut vorzieht und dich sofort anruft, okay? Okay, danke. Alles Liebe. Ja, ich Tschüss. Danke gleichfalls. Tschüss. Tschüss. Das war Easy. Hier ist Radio 1 Live und das WDR Fernsehen mit der WDR Telefon-Talkshow Domian. Wenn ihr gerne mit mir reden wollt, egal über was, dann ruft an, Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt mir unter domian@wdr.de. Isabel, 22 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Isabel. Über was reden wir? Es ist folgendermaßen. Ich habe einen Ex-Freund und ich war mit dem 6 Jahre zusammen und ich habe praktisch nur Schluss gemacht oder ihn so weit getrieben, weil es anders nicht mehr möglich war. Also er war sehr, sehr oder ist sehr, sehr krank. Und wann habt ihr Schluss gemacht? Das war jetzt im Oktober. Ja. Er ist sehr krank, was hat er? Also psychosomatisch krank, also er hat Angstzustände, Panikattacken und also sind ganz utopische, schlimme Sachen. In deinem Alter? 21, ein Jahr jünger, ja. Also eine Jugendliebe? Ja, also wir waren eben, ganz jung. Ja? Ja, und wie soll ich sagen, also wir waren beide sehr krank, wir haben uns beide in der Klinik kennengelernt. Er hatte damals schon diese Angstzustände und eine Essstörung, also er hat immer schon... In dem Alter habt ihr euch schon in der Klinik kennengelernt? Genau, wir waren... In einer psychosomatischen Klinik? In einer psychosomatischen Kinder- und Jugendpsychiatrie, genau. Ja. Und wir haben uns kennen und lieben gelernt, also erst war das so eine Freundschaft und dann halt so eine Kinder- und Jugendliebe und das wird halt immer fester und das war dann schon so die große Liebe. Ja. So dass ich auch in die Nähe der Klinik gezogen bin, wo es von ihm zu Hause nicht mehr weit weg war. Und da sind wir dann praktisch zusammen hingezogen. Mhm.
in getrennte Wohnungen. Ich war erst in einer WG, ja, auch noch betreut, so dass ich auf den rechten Weg sozusagen kam, mhm, auch ohne Familie. Mhm. Und er hat es so auf eigene Faust probiert. Und ich hatte meine Essstörung und das alles relativ gut im Griff oder auch Unterstützung. Ja. Und bei ihm war das immer phasenweise gut und schlecht. Und ja, man hat es halt irgendwie so akzeptiert. Ja. Also eine lange Krankheitsgeschichte, genau, die nie austherapiert war. Richtig. Die sich die ganzen Jahre hingezogen hat, auch die ganzen Jahre eure Beziehung begleitet hat, so kann, genau, man sagen. Genau. So, nun seid ihr getrennt, seit Oktober. Genau. Wo ist jetzt das Problem? Das Problem ist folgendermaßen, dass ich ihm Lügen aufgetischt habe, weil ich das alles nicht mehr ertragen habe. Also seit April ging das richtig los, mhm, dass es ihm immer schlechter ging. Also dass er sich zu Hause eingesperrt hat, die Rollläden runtergelassen hat, nicht mehr zur Arbeit gegangen ist, mhm, alle möglichen Leute angelogen hat. Und ja, dann habe ich gedacht, gut, wenn wir zusammenziehen in ein anderes Umfeld oder so, vielleicht wird das besser. Und mhm, dann sind wir in eine gemeinsame Wohnung im August. Und ich war dann auch kurz vor der Prüfung gestanden, eben im Oktober. Ja. Das hat sich so hochgeschaukelt. Ich hatte keinen Ansprechpartner mehr, weil ich mich auch nicht getraut habe, weil ich nicht wollte, dass er als verrückt abgestempelt wird, mit irgendjemand darüber zu reden. Also ich verstehe jetzt so, von dem, was du bisher erzählt hast, ja, dass das für dich alles eine sehr belastende Situation war. Ja. Dass du vielleicht irgendwelche Sachen zum Schluss gemacht hast, die nicht so ganz sauber waren. Richtig. Aber dass du eigentlich raus wolltest aus der Beziehung. Was heißt, ja, vielleicht auch, also ein Stückchen weit. Das ja, war also, aber du hast ja gesagt, du willst dich trennen, ne? Ja. So, ja. Wo ist jetzt das Problem? Nun bist du getrennt. Richtig. Ich habe ihn damals und genauso wie heute noch geliebt. Ja. Und ich habe das nur gemacht, weil ich nicht mehr gebraucht werden wollte, sondern geliebt werden wollte in erster Linie. Und ich immer das Gefühl hatte, ich werde gebraucht. Das heißt, du bereust es doch irgendwie ein bisschen, dass du getrennt hast? Ich habe das ja ganz bewusst gemacht. Ja. Also ich habe ja ganz bewusst Lügen erzählt, dass ich fremdgegangen bin, ja, und so weiter, damit er auf seinen Weg kommt, damit er sieht, er ist alleine, er muss jetzt da rauskommen, er muss jetzt wieder Therapie machen, er, ja, muss in die Klinik. Verstehe. Wo ist das Problem jetzt? Das Problem ist, dass wir jetzt zusammen in einer Wohnung leben, dass er von der Klinik zurückgekommen ist, dass das nur 4 Wochen ging, mhm, und dass er mir jetzt offenbart hat, ja, ich habe mich in eine andere verliebt. Oh. Und ich kann und will nicht so ganz begreifen und verstehen, dass wenn die Liebe so groß war und der Schmerz, der, wo er gesagt hat, der hat mich fast umgebracht, dass, ja, das jetzt alles so vorbei sein soll und dass er nicht sehen, aha, möchte, warum ich das alles getan habe. Aha, also, würdest du doch gerne wieder mit ihm zusammen sein? Also nicht so sofort hoppla hopp. Ja. Ich möchte natürlich, dass er seinen Weg geht und dass er gesund wird oder dass die Beziehung nicht krankhaft basiert. Ja, Moment, dann ist doch alles wunderbar. Was willst du mir? Er hat eine neue Liebe. Eine neue Liebe ist immer sehr, sehr inspirierend und das kann einem sehr weiterhelfen. Warum bist du da so irritiert? Bist du doch an deine Eitelkeit gekränkt, dass das alles so schnell jetzt irgendwie bei ihm verarbeitet ist und er, der dich angeblich groß geliebt hat, jetzt schon wieder eine neue hat? Also er hat ja keine neue, er ist ja verliebt. Aber ich, das Gefühl kränkt mich einfach, dass er sagt, er ist verliebt in, warum, eine andere. Warum? Weil er ja mir immer diese Liebe beteuert hat. Und ja, aber du hast dich doch von ihm getrennt. Ja, aber doch nur mit dem Grund, dass er endlich gesund wird. Oder ja, aber vielleicht ist das, gewinnt. Ja, aber vielleicht ist das ein Teil seiner Gesundung, dass er sagt, ich habe mich jetzt wieder verliebt. Mhm. Wenn du wirklich sein Bestes willst, so, ja, höre ich das, ne? Dann lass ihn gehen. Ja. Lass ihn seinen Weg gehen. Und wenn das jetzt vielleicht eine Etappe seiner Genesung vielleicht ist und der Genesung zuträglich ist, dieses Verliebtsein, ja, lass ihn bloß in Ruhe. Mach ihm nicht das Leben jetzt schwer. Hm. Ich kann auch deine Irritation verstehen. Kann ich auch verstehen. Aber ich glaube, dass man sich da dann zurücknehmen muss. Wenn du schon ihm zuliebe, auch ihm zuliebe, so habe ich es, ja, verstanden, ja, das alles gemacht hast, was du gemacht hast, dann sei jetzt auch konsequent und souverän und zieh es auch weiter durch. Ja, das Schmerzhafte daran ist nur, dass er auch die paar Male dann, seitdem er da ist, mit mir geschlafen hat und mir von Anfang an nicht das ganz klar gesagt hat. Ja gut, da musst du natürlich jetzt einen Riegel vorziehen. Ja. Und ich finde auch, dass ihr euch aus der Wohnung trennen müsst. Ja, das finde ich auch, aber unbedingt. Das ist für dich auch wichtig. Du musst ja auch für dich eine Position jetzt finden. Richtig, aber, ne, er ist halt so insoweit relativ finanziell abhängig von mir. Ne? Und das ist halt die Wohnung. Und ich möchte ihn ja nicht auf die Straße setzen. Gibt es keine Möglichkeit, Beihilfen, irgendwas zu arrangieren? Doch, da ist er ja schon. Das hat er ja schon. Und du musst ja alles in die Wege leiten. Weil ich glaube, das ist auf Dauer ein ganz schlechter Zustand. Ja. Ne? Wenn du dich in die Rolle hineinfügen möchtest, der Freundin, der guten Freundin, irgendwann mal, wird das vielleicht auch gelingen. Aber das gelingt erst, wenn ihr euch so ein bisschen entknäult habt und ihr seid noch zu verwoben miteinander. Mhm. Und wenn dann auch noch Sex dazu kommt,
dann funktioniert das nicht. Dann wird das wieder ein ständig sich reiben und neu verwursteln und verletzen und neue Abhängigkeiten entstehen. Nein, das muss jetzt klarer getrennt werden, eindeutiger. Ja. Und bemühe dich selbst um die Größe, ihn etwas gehen zu lassen. Okay. Und suche du vielleicht auch noch, versuche auch ein Auge aufzuhaben für andere Menschen, andere ja. Männer. Ist leicht gesagt, weiß ich. Ja. Aber Isabel, alles Gute von Herzen. Ja, vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Inge, die Inge, 34, guten Morgen. Ja, ich habe ein Problem. Ich glaube gar nicht, dass wir das lösen können. Wir versuchen es mal. Wir reden mal drüber. Es ist ganz schön kompliziert. Also, mein Patenonkel ist verstorben am 4.11. letzten Jahres. Ja. Der hat 8 Jahre bei mir gelebt, den habe ich gepflegt. Er ist kein Blutsverwandter von mir, den haben meine Eltern früher mal kennengelernt. Und er hat sich halt so mit der Familie angefreundet, dass meine Eltern ihn irgendwann für meinen vorgeschlagen haben, dass es mein Patenonkel wird. Hat er dann auch zugesagt. Ja. Und er hat mir halt schon das Laufen beigebracht gehabt. Und ich hatte ihn halt mein ganzes Leben um mich. Wie alt ist der Patenonkel geworden? 93. 93. Mhm. Und als der damals die Kündigung für seine Wohnung bekommen hatte mit 85 Jahren, da sollte er ins Altenheim und da wollte er nicht hin. Da hat er so geweint. Ich sage, Onkel, wenn alle Stricke reißen, kommst du zu mir. Ja. Nächsten Tag stand er vor der Tür. Ja. So, dann sage ich, dann müssen wir uns halt jetzt umrichten und dann passt das schon. Inge, und dann ich unterbreche dich mal kurz. Wir haben ein technisches Problem. Ja. Es könnte sein, dass es an deinem Fernseher liegt, der immer noch an ist. Nee, der ist aus. Radio ist auch aus? Ja, Radio habe ich gar nicht an. Ja, ich höre so einen Schall und ich glaube, meine Kollegen in der Technik auch. Ja. Wir versuchen das mal weiter zu. Erzähl einfach mal weiter. Nun ja, und dann, er kam ursprünglich aus der ehemaligen DDR, da war es aber noch keine DDR. Der ist 1958 hier ja. in die Hannover-Gegend gekommen. Und er kam ursprünglich aus Bitterfeld. Ja. So, nun war er die ganzen Jahre bei uns in der Familie und nun bei mir und war jetzt gestorben. Und zwar fing das damit an, dass er einen Tag bevor er starb gestürzt war. Und ich sagte, Mensch, Onkel, da tut dir irgendwas weh. Er sagt, ja, mein Bein tut mir so weh. Ich sage, lass uns ins Krankenhaus fahren und mal röntgen. Vielleicht hast du Oberschenkel, Halsbruch, irgendwas. Ich sage, da müssen wir unbedingt hin. Habe ich einen Krankenwagen gerufen, sind wir hingefahren. Und da haben sie geröntgt und gemacht und getan. Das Bein war nicht gebrochen, aber ein Wirbelkörper war angebrochen. Aber da stirbt man ja nun auch nicht von. Dann habe ich, bin ich bis spät abends da gewesen. Ich sage, Onkel, wird morgen früh als erstes bin ich wieder da. Und habe mich dann verabschiedet und frühmorgens, ehe ich wieder losfahren konnte, klingelte das Telefon und dann sagte man zu mir, ja, kommen Sie mal vorbei, ich habe hier ein Randvermerk, Ihr Onkel wäre in der Nacht gestorben. Ich sag, wie jetzt? Ich sag, das glaube ich doch jetzt nicht. Ich dachte, Sie rufen jetzt an, weil irgendwie eine Operation ansteht oder sowas. Der hat doch nichts gehabt, der war doch kerngesund, wie kann das sein? Ja, es ist halt so, kommen Sie vorbei. Ja. Und dann bin ich hin, bin nochmal rein und war immer noch ganz fassungslos, ich konnte das überhaupt nicht begreifen. Ja. Und habe dann seine Sachen in die Hand gedrückt gekriegt und so. Und haben sie zu mir gesagt, dann wissen Sie, wie es jetzt weitergeht, Sie müssen sich halt beim Bestattungsinstitut melden und hin und her. Ich sage, ja, mein Onkel, der hat das ganz früh schon eingerichtet, der wollte eingeäschert werden, der hatte sich beim Bestattungsinstitut schon gemeldet und der wollte dann wieder in seine Heimatstadt zurück, wenn er eingeäschert ist. Ja. So, und dann bin ich dann dahin und habe dann, das war unsere frühere Nachbarin, das passte sich ganz gut, da war ich in guten Händen. Die hat mir dann auch bei allem anderen geholfen. Ich sag, so und so sieht das aus. Ja, sagt er, hat hier eine Urkunde hinterlegt, der möchte eingeäschert werden, das weiß ich schon. Das hat er vor vielen Jahren schon gemacht. Sagte, das läuft dann alles seinen Weg. Wir haben das dann durchgesprochen von wegen, wie der Sarg aussieht und was er für ein Hemdchen ankriegt und sowas und wo er hingefahren wird zum Einäschern. Und nachmittags rief sie mich an und sagte, du musst nochmal vorbeikommen. Ich sag, wieso? Die Staatsanwaltschaft hat ihn beschlagnahmt. Ach. Ich sag, wie jetzt? Also er ist in einem Krankenhaus gestorben? Ja. Im Alter von über 90 Jahren? 93 Jahre. Und die haben ihn im Krankenhaus vom Sterbebett weg beschlagnahmt. Ich sag, wie kann das sein? Aber du hast ihn noch morgens dann gesehen, als du da hingefahren bist. Ja. Die haben gesagt, die bringen ihn jetzt runter und ich sollte mich mit dem Bestattungsinstitut in Verbindung setzen. Die würden ihn dann aus dem Krankenhaus holen. Warum ist das geschehen? Die haben gesagt, die wissen nicht, woran er gestorben ist. Das muss untersucht werden. Wer hat das in die Wege geleitet? Das hat das Krankenhaus gemacht, weil man von einem Wirbelbruch nicht stirbt. Das wollten die untersuchen. Aha. Also da haben sie mich hingestellt, als hätte ich ihn schon mal umgebracht. Aha. Also ist der Hintergrund, dass man dir unterstellt, ihm vielleicht irgendetwas verabreicht zu haben? Ja. Und dann hat die Staatsanwaltschaft und die Kripo stand hier in der Tür. Die haben hier von wegen, ich müsste mit auf die Krippe kommen, ich müsste meine Aussage machen und
war ganz schlimm. Was ja schon wirklich eher ein absurder Vorgang ist, weil es ist ja ein sehr alter Mensch gewesen. Und vor allen Dingen, ich war ja sowieso noch so fertig. Da haben die mich dann eigentlich angegriffen. So, das war jetzt am 4.11. letzten Jahres. Ja. Jetzt haben wir, jetzt schon Januar. Wie ist denn der Stand der Dinge im Moment? Also es ist dann so gewesen, dann hat die Staatsanwaltschaft gesagt, Mensch, er war 93 Jahre alt, der wird so gestorben sein, er wird eingeschlafen sein. Mhm. Dann bin ich wieder zum Bestattungsinstitut, ich sage, jetzt können wir das alles laufen lassen. Dann rief die mich nachmittags wieder an und sagt, die Staatsanwaltschaft hat ihn wieder beschlagnahmt. Ich sage, das ist doch jetzt nicht ihr Ernst. Ich sage, warum das denn? Mhm. Ja, ich habe beim Standesamt in Bitterfeld angerufen, die sollten mir einen Auszug aus dem Stammbuch schicken, zufaxen. Und da besteht schon eine Sterbeurkunde von ihm von 1962. Wie bitte? Ich sage, das kann doch nicht sein. Ja, da steht drin, die haben sich auch bei der zuständigen Polizei haben die sich erkundigt, weil das ein ungeklärter Fall gewesen ist, der hätte aufgehangen, auf einem Boden gehängt. Also im Prinzip war der Onkel schon 30 Jahre tot, 40 Jahre tot. So, und dann bin ich wieder zur Kripo geladen worden und da haben sie mich gefragt, was haben Sie da für einen Mann gehabt? Wer war das? Können Sie mir das erklären? Ich sage, das war Onkel Herbert. Ich sage, wer soll es denn gewesen sein? Ja, das kann ja nicht sein. Er ist ja schon seit dem 26.02.1962 tot. Der hat in Halberstadt oder Heiligenstadt hat der auf dem Dachboden gehangen. Und das wäre wohl auch nicht ganz freiwillig gewesen, weil so wie der da geknüpft war, das hätte er nicht machen können. So, Inge, jetzt verkürzen wir es mal ein bisschen, sonst kommen wir gar nicht zu Potte. Mhm, und dann heißt das, dass jetzt die Vermutung da ist, dass du da mit einem Mann so eng vertraut warst und den du gepflegt hast? Gar nicht dein Patenonkel? Meine Mutter kannte ihn ja auch nicht anders. Meine Mutter war ja noch Kind, als sie ihn kennenlernte. Mhm. Also es hat sich ja nicht geändert. Er ist ja nie einen Tag aus der Familie gewesen. Also er ist das schon so gewesen. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft dann überprüfen wollen, ist es nun ein Kriegsverbrecher gewesen, der mit fremden Papieren getürmt ist damals nach dem Krieg? Mhm. Jetzt sag nochmal, ich habe das jetzt nicht mehr genau aufgeschrieben. Er ist wann rübergekommen? 58. Da gab es noch keine DDR. Aber 62 ist er angeblich gestorben. Ja, und dann sagt die Staatsanwaltschaft, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ist ein Kriegsverbrecher gewesen und er ist mit falschen Papieren getürmt. Mhm. Oder die Stasi hat jemanden verschwinden lassen und weil sie davon ausgegangen sind, dass Onkel Herbert nicht wieder in die DDR rüberkommen würde, dass sie ihm einfach seine Identität geben. Ja, das wäre doch plausibel. Und dann habe ich ihn, dann wurde er freigegeben von der Staatsanwaltschaft, weil sie gesagt haben, wir können ihn ja noch nicht ewig eingefroren lassen. Ja. Und bin ich wieder hin, habe das wieder alles organisiert und dann hat die Staatsanwaltschaft einen Fax rübergeschickt, er darf nur erdbestattet werden, er darf nicht eingeäschert werden, falls er nochmal exhumiert werden muss wegen irgendwelchen Genanalysen, weil die das versäumt hatten, da irgendwie... Und so ist es dann auch gekommen? Und dann musste ich ihn jetzt erdbestatten lassen als unbekannten Mann. Ach, ja, das ist ja eine Geschichte. Den musste ich wirklich vergraben lassen wie ein Hund. Kein Stein, wo sein Name draufsteht. Das darfst du nicht? Nein. Wer überwacht das denn? Ein unbekannter Mann. Ja gut, aber hat die Staatsanwaltschaft einen Einfluss darauf, dass wenn du diesen unbekannten Mann beerdigst? Ich durfte nicht mal das Konto auflösen oder irgendwas. Ich habe keine Sterbeurkunden. Ich habe ein Schriftstück gekriegt, da steht drin, Beisetzungserlaubnis für einen unbekannten Mann. Hast du einen Rechtsanwalt eingeschaltet? Nee, habe ich nicht. Ich habe die Staatsanwaltschaft ermittelt jetzt noch in der, sage ich jetzt mal, Ostzone. Mhm. In der ehemaligen DDR drüben, ob sie noch irgendwas rauskriegen können. Das Standesamt in Bitterfeld hat mir geschrieben, das tut uns ganz furchtbar leid. Ja. Unsere Eintragungen hier in unserem Dingensbuch stimmen halt mit dem, der 1962 wurde, überein. Also eine ganz, ganz verrückte, wirre Geschichte. Abgesehen von diesen ganzen juristischen und formalen Dingen, die jetzt einen ja erschlagen, weil sie so absurd sind. Mhm. Was macht das jetzt mit dir? Mit deinem Gefühl für deinen Patenonkel? Also für mich war das erstmal ganz, er hätte sich nie geändert. Er war immer mein Onkel und es hätte sich auch jetzt nicht geändert. Mhm. Das Einzige, was mir halt immer wieder durch den Kopf ging, war, wenn da wirklich jemand beiseite geschafft worden sein sollte in der ehemaligen DDR, wer wartete dann immer noch auf jemanden, wo sie dachten, der wäre vielleicht getürmt? Mhm. Hm? Dass da irgendjemand aufgebummelt wurde, der, weiß ich nicht, irgendwas am Volk verbrochen hat in den ihren Augen. Ja, ja. Und irgendeine Familie denkt, Mensch, unser Fritz Wilhelm Herbert, wie auch immer der geheißen haben mag, der ist in den Westen gegangen. Und es wird sich wahrscheinlich nie aufklären. Nein, es wird sich nicht aufklären. Es wird sich nicht aufklären. Wahrscheinlich nicht. Ja. Das ist aber wirklich eine irre Geschichte. Und das ist wirklich so ein Grab hinten in der Ecke, da wo, ja,
So hinter einer Hecke halt. Kannst du denn nicht irgendwann einfach ein Holzkreuz draufstellen und den Namen von ihm? Ich kann mal ein schönes. Ich habe jetzt eine große Sonnenblume, eine künstliche, draufgestellt. Mhm. Weißt du, Inge, ich will dir mal was sagen. Ich würde mir noch ein bisschen Zeit vergehen lassen. Bis die Akten zu sind. Und dann würde ich dem Mann sein Holzkreuz draufstellen. Wochenlang habe ich nur so geheult. Ich hab mir keine Vorwürfe gemacht, sondern es war mir so. Ich fand das so schade für den Menschen, den ich so geliebt habe. Ja, natürlich. Weil der war immer für mich da, wo meine Eltern arbeiten mussten. Er ist immer da gewesen. Und jetzt musste ich ihn wirklich verscharren lassen. Schlimm. Ich finde das auch sehr schlimm und auch beschämend, dass die Gesetze so sind. Ich würde mich, sage ich ganz ehrlich, irgendwann nicht mehr an diese Gesetze halten und würde dem Mann einen Grabstein aufs Grab stellen. Es muss ja mit dem Teufel zugehen, dass in einem Jahr irgendein Staatsanwalt kommt und sagt, sie müssen den Grabstein wieder wegnehmen. Das ist absurd, das ist doch absurd. Nicht, dass die Friedhofsdingensbummenswächter oder Ordnungshüter, die da für die Pflege zuständig sind, nicht, dass sie den dann wieder abräumen. Ja. Also hier steht schon einer. Also ich habe den hier schon. Ich hab schon das ist auch richtig so. Aber ich durfte ihn, wie gesagt, nicht aufstellen. Ich muss noch ein bisschen Zeit vergehen. Warte noch ein bisschen. Aber das ist liebe Inge, eine komplizierte Geschichte und natürlich können wir sie nicht klären, wie du es am Anfang schon gesagt hast. Aber vielleicht gibt es irgendwo eine Familie, wo 1962, im Februar 1962, einer weggekommen ist, wo sie gedacht haben, der wäre vielleicht im Westen gegangen, dass die vielleicht auch wissen, wo der geblieben ist. Da mache ich mir viel mehr Gedanken als um Onkel Herbert, weil um den brauche ich mir keine Gedanken. Das wäre in Bitterfeld gewesen? Ja, der ist entweder Halberstadt oder Heiligenstadt aufgehängt. Also, wir haben es jetzt mal so gesagt. Vielleicht hat irgendjemand irgendwo die Ohren gespitzt und sagt und erinnert sich an irgendetwas. Kann man nicht mehr helfen, aber vielleicht kann man anderen noch mal helfen. Da war ja so viel Ungerechtigkeit und so viel. Also, wenn wir irgendetwas hier hören, werden wir dich natürlich in Verbindung. Und weißt du, was ich am allerschlimmsten finde? Da wird man vorgeführt von Kripo zur Staatsanwaltschaft hin und zurück und man ist wirklich mit den Nerven fertig. Man selber kriegt keine Hilfe, ne? Liebe Inge, möchtest du mit meiner Psychologin vielleicht noch sprechen? Oh, ich glaube nicht. Ich denke jetzt so mittlerweile in Familiengesprächen und alles habe ich das ganz gut verdaut. Ich wünsche dir alles Gute von Herzen. Schön, wenn wir irgendwie eine Rückmeldung kriegen, setzen wir uns mit dir in Verbindung. Total schön. Alles Gute. Danke. Tschüss. Sandra, 18 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Hallo Sandra, um was geht's bei dir? Ja, also ich formuliere mal grob und zwar, ich finde dich geil. So. Ja. Hey, du bist 18 Jahre alt. Ich bin ein alter Sack gegen dich. Nein, also das ist, es ist mir vor kurzem aufgefallen, weil ich jetzt, also ich habe Schulferien, ich bin auch Schülerin. Ja. Und ich habe jetzt während der Ferien so ganz intensiv deine Wiederholungssendung verfolgt. Mhm. Und da waren ja meistens immer diese freien Themennächte, also eigentlich immer. Und da war ja meistens, ich stehe auf große Männer oder auf dicke Männer oder so. Und dann habe ich mir überlegt, auf was für Männer ich so stehe. Ja. Und dann habe ich so meine letzten Jahre reflektiert. Ich habe das eigentlich, seit ich 15 bin. Ja. Und eigentlich sieht ja jeder wirklich absolut ähnlich meiner sexuellen Partner. Ist es wahr? Ja. Die natürlich 30 Jahre jünger sind. Ja, also unter 30 geht da eigentlich gar nichts mehr bei mir. Ehrlich? Also du stehst eher auf den gesetzteren älteren Herrn? Genau. Also das hat bei mir angefangen. Ich habe angefangen, deine Sendung zu hören. Und zwar immer bei deinem besten Freund, aber nur im Auto immer, abends auf 1Live. Ja. Und habe mir eigentlich auch nie ein Bild dazu gemacht, wie du aussiehst oder so. Bis ich dich irgendwann mal im Fernsehen gesehen habe und so, hey, die Stimme kennst du und Domian kennst du auch. Und dann habe ich mir das mal länger angeguckt und öfter mal verfolgt und... Dann ist es, du schämst mich ja, machst mich ja ganz, ganz verlegen hier. Oh, total verlegen. Ich laufe knallrot an. Das sieht man jetzt. Das sieht man unter der Schminke nicht. Ah. Sandra, hast du zurzeit einen Freund? Freund kann man nicht sagen, aber ich habe wieder so eine Affäre. Und die Affäre ist wie alt? 42. Und der heißt auch Jürgen. Der heißt auch Jürgen. Ja. Ja, ich meine, natürlich, das gibt es auch, ne? Dass Leute eher auf Ältere stehen und dann wieder Ältere, die eher auf Jüngere stehen. Wie reagieren denn so deine Freundinnen, die in deinem Alter 17, 18, 19 sind, wenn du mit doch wesentlich älteren Männern dann ankommst? Also meistens ist es so, dass es ja mehr so auf diese Affären hinausläuft und von daher, ich habe eine sehr gute Freundin, die aber gleichzeitig praktisch meine Schwester ist und auch ein sehr gutes Verhältnis zu meinem Vater hat. Von daher ist sie eigentlich gar nicht so involviert in das Ganze, weil das natürlich weitergehen würde. Aber meine Mutter, die weiß davon zum Beispiel auch Bescheid. Ich meine, sie ist über 50. Moment, was war das gerade für eine kryptische Verbindung? Gute Freundin, die ist eigentlich meine Schwester und hat ein gutes Verhältnis zum Vater? Also es ist nicht deine Schwester?
Nein, das ist meine Stiefschwester. Deine Stiefschwester. Und wir sind zusammen in die Grundschule gegangen. Aber die hat nichts mit dem Vater. Nein. Nein, die verstehen sich nicht nur gut miteinander. Genau, wir sind beste Freundin und ihre Mutter ist mit meinem Vater zusammen. Ich verstehe. Und also das Erste habe ich jetzt meiner Mutter erzählt, weil ich zu ihr ein sehr freundschaftliches Verhältnis habe nach der Scheidung meiner Eltern. Ja. Und bei ihr ist es so, dass sie weit über 50 ist und ihr Freund ist knapp 30. Ach so, dann liegt das in der Familie. Nur da ist es umgekehrt. Da ist es umgekehrt, genau. Das heißt, sie kann es verstehen und war gar nicht entsetzt, als sie es gehört hat, oder? Nee, überhaupt nicht. Also ich habe ihr auch meinen ersten praktisch Freund mal vorgestellt. Der kam aus Berlin. Ja. Und also er ist auch ziemlich locker und... Also ich würde jetzt nie so einen altbackenen Typen nehmen, der irgendwie auch so uralt schon ist. Ja. Und die sind eigentlich relativ jung, sie gehen mit mir feiern etc. Also im Moment bist du so ein bisschen verguckt in jemanden, der 42 ist. Du bist 18 Jahre alt. Gab es denn schon mal eine etwas längere Verbindung mit jemandem, der extrem viel älter ist als du? Länger nicht, also 3-4 Monate maximal. Ja. Und das ist mit dem einen auseinandergegangen, weil er mir letzten Endes einen Heiratsantrag gemacht hat und das mir dann doch ein bisschen zu extrem war. Muss ja noch nicht sein mit 18. Nein. Sehe ich auch so. Außerdem, da war ich sogar erst 17. Wo lernt man als 18-Jährige so über 40-jährige Männer kennen? Schwierig, ne? So in Diskotheken trifft man die nicht mehr oder wenig? Also in den Diskotheken, in denen ich bin, das ist eigentlich mehr so ein gemischtes Publikum, das also wirklich von 18 bis über 60 geht. Und da lerne ich dann auch schon einige kennen. Ja. Und halt auch im Internet mal so auf Kontaktanzeigen auf verschiedenen oder so, dass man die Leute mal anschreibt, so erstmal so wirklich nur just for fun und dann sich irgendwann auch zufällig mal trifft. Und wenn sich dann was ergibt, das ist immer ganz schön. Also ich danke dir jetzt erstmal für das Kompliment. Das freut mich natürlich. Ja, ich wollte mal hier deine düstere Stimmung heute mal auflockern. Wir haben viele ernste Sachen heute gehabt. Ja, das ist mir aufgefallen. Ist halt manchmal so, wenn die Leute anrufen und sie ernste Anliegen haben, dann sprechen wir natürlich darüber. Umso netter mit dir gesprochen zu haben. Und ich wünsche dir, dass das vorangeht mit deinem neuen Lover, eventuell neuen Lover, dem 42-Jährigen. Und einfach gute Zeit mit den alten Männern. Danke. Und noch ganz kurz, was ich sehr faszinierend finde, du sprichst ja eigentlich immer nur in eine Kamera. Ja. Aber du bringst so eine Wärme rüber, das finde ich absolut hervorragend. Danke dir herzlich, Sandra. Schönen Abend. Alles Liebe. Tschüss. Tschüss. Hui, 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 hui. Beate, 47 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo, Beate. Hallo, guten Morgen. Ein gesundes neues Jahr wünsche ich dir. Wünsche ich dir auch von Herzen. Danke. Um was geht's bei dir, Beate? Und zwar, ich habe vor 5 Monaten einen 68-jährigen Mann kennengelernt. Mhm. Dieser Mann ist noch verheiratet, wird aber jetzt im April geschieden, hat 2 Kinder. Mhm. Also wird das dritte Mal jetzt schon geschieden. Er war schon 3-mal verheiratet. Ja, also wir bleiben jetzt beim Thema Altersunterschied. Ja, 21 Jahre. 21 Jahre ist auch schon ganz ordentlich. Und seine jetzige Frau, von der er geschieden wurde, ist 31 Jahre jünger wie er. Ja. Und das Problem ist halt, ich habe dann im Laufe der Zeit erfahren, dass er in einer Sekte ist. Oh. Und zwar sind es die Adventisten. Ich habe also von dieser Sekte überhaupt noch nichts gehört. Hast du dich schlau gemacht? Nein, ich habe mich da jetzt noch gar nicht. Ich sollte immer mitkommen. Ich habe gesagt, nein, ich möchte das nicht. Mhm. Weil Adventisten? Adventisten, ja. Sagt mir jetzt auch nichts. Mir auch nicht. Mhm. Und ich sollte da mitkommen. Ich habe gesagt, nein, weil das ist so. Also daher, er war auch 20 Jahre bei den Zeugen Jehovas, ist dort dann aber ausgetreten. Und es ist halt so, er ist nicht geschieden, er ist mit mir zusammen und er war in meiner Wohnung, ich war in seiner Wohnung. Wir haben also getrennte Wohnungen und das darf man bei diesen Adventisten nicht. Aha. Und also da herrschen, wie gesagt, ganz, ganz strenge Sitten. Und ich werde da einfach nicht mit fertig. Weiterhin kommt hinzu, dass er einen Betreuer hat. Und dieser Betreuer ist ein Bekannter von ihm, der hat sich damals bereit erklärt, die Betreuung für ihn zu übernehmen. Was heißt denn Betreuung? Ist er krank oder? Ja, ich weiß es nicht. Also man hat mir gesagt, seine Ex-Frau hat mir gesagt, dass seine Mutter unter Schizophrenie gelitten hätte. Und du kommunizierst und sprichst auch mit der Ex-Frau? Ja, also er hat Kontakt mit seinen beiden Ex-Frauen, mit der jetzigen Frau hier habe ich keinen Kontakt. Und die sind aber alle wieder verheiratet. Und wie würdest du denn dein Empfinden für ihn beschreiben im Moment?
Also ich würde schon sagen, dass ich den Mann liebe. Dass du den Mann liebst. Aber du weißt so wenig über den Mann, den du liebst. Ja, ich habe einen Gerichtsbeschluss gelesen, wo halt drin steht, dass er einen Betreuer hat. Und zwar soll es so gewesen sein, die Frau hat ihn also rausgeworfen und dadurch ist er eben vollkommen am Ende gewesen. Er konnte nicht mehr sprechen, er konnte also die alltäglichen Dinge des Lebens nicht mehr verrichten. Und so hat man mir das gesagt. Aber warum fragst du ihn nicht selbst? Ich habe ihn auch gefragt. Ich sage, du hör mal zu, deine Ex-Frau hat mir gesagt, deine Mutter wurde unter Schizophrenie oder litt unter Schizophrenie. Ja. Sie ist ja unterdessen verstorben. Hast du das vielleicht geerbt? Und weil er hat zwei Söhne und eine Tochter und beide Söhne sind also auch... Also krank jetzt in Anführungsstriche, der eine Junge ist hyperaktiv. Was hat er denn geantwortet? Hat er damit zu tun, mit der Krankheit? Er sagt nein. Warum hast du ihn noch nicht weiter befragt nach dieser Sekte? Ja, weil was er mir da alles so zuträgt, also ich habe da ein bisschen Angst. Verstehe ich, ja. Ich meine, er darf nicht in meine Wohnung, ich darf nicht in seine Wohnung. Und was ja schon absurd ist, ne? Ja, es ist ganz furchtbar und wir hatten ja... Aber wie soll das jetzt weitergehen? Ja, ich weiß es nicht. Es ist jetzt so, Domian, es kommt noch hinzu, dieser Betreuer, den er hat. Mhm. Wir werden ständig kontrolliert. Das heißt, ich werde angerufen, er wird angerufen. Nachts um 12:30 steht er plötzlich vor der Tür, guckt, ob wir zusammen da im Bett liegen. Ach. Oder es ist also ganz furchtbar. Wie, Moment, der was ist denn da los? Da kommt ein Betreuer zu dir, klingelt bei dir in der Wohnung. Na, ich mache ja gar nicht auf. Ja, aber er klingelt. Und er klingelt. Und er will offensichtlich gucken, ob der Mann bei dir in der Wohnung ist. Ja. Das heißt, Betreuer, das ist vielleicht gar nichts irgendwie Staatliches oder so. Doch, es liegt ein Beschluss vom Amtsgericht vor. Den habe ich selbst gelesen. Ja, aber der Mann klingelt doch nicht bei dir, ob dann dein Geliebter bei dir ist. Kann das nicht sein, dass das jemand ist von dieser Sekte, der ihn... Nein, das ist der Betreuer. Ich habe mich jetzt... Ja, dann unterhalte dich doch ganz einfach mal mit diesem Betreuer und lass dir mal erklären, was einfach los ist. Die Fakten. Ja, aber weißt du, Domian, der beschimpft mich ja mit den übelsten Ausdrücken und er möchte auch nicht, dass ich mit dem Mann zusammen bin. Moment, was? Dann würde ich mich an den nächsten Vorgesetzten von diesem Betreuer wenden. Ich habe mich unterdessen mit dem Gesundheitsamt, also mit dem sozialpsychiatrischen Dienst in Verbindung gesetzt. Ja, genau. Und dort hat man mir erklärt, dass also dieser Betreuer nicht berechtigt ist, uns jetzt hier zu kontrollieren. So, da haben wir es doch. Ja. Und wenn weitere Schwierigkeiten auftreten, dann sollte ich mich noch mal melden. Das Problem ist nur, dass mein Freund, man hat mir auch gesagt, wir könnten einen Antrag schon jetzt stellen, dass diese Betreuung aufgehoben wird nach der Scheidung. Ja. Aber mein Bekannter möchte das nicht. Er möchte das nicht. Aber dann zweifle ich aber auch ein bisschen so an der Intensität eurer Beziehung. Wenn ihr euch da nicht besprechen könnt, wenn du ihm nicht begreiflich machen kannst, wie irritierend und belastend das für dich ist. Ich habe es schon mehrfach gesucht und es, weißt du, Domian, es ist jetzt. Das muss für ihn doch auch eine bedrückende Situation sein, wenn er da jemanden an der Backe hat, der ihn so in sein Leben reinfuscht. Und warum sagt er denn nein, ich will den weiter haben? Das heißt, ihr beide müsst doch eigentlich richtig kommunizieren erstmal. Und es ist jetzt so, wir hatten also einen heftigen Streit. Ich habe jetzt am Sonntag früh habe ich mich von ihm getrennt. Ich habe gesagt, also ich kann nicht mehr. Aber das ist jetzt, so wie ich dich eigentlich reden höre, nichts Endgültiges, ne? Also, weißt du, Domian, ich liebe den Mann, aber vom Verstand her sage ich mir einfach, ich gehe kaputt. Mhm. Ich gehe kaputt. Also ich kann diesen Betreuer, also diese Kontrolliererei... Also für mich ist das nicht durchschaubar, was du da erzählst. Also nicht, ja, für mich eigentlich auch. Genau, ja, genau. Und also mir ist eigentlich nicht durchschaubar, was du da für einen Freund hast. Hältst du es denn für möglich, dass es vielleicht sinnvoll wäre oder dass er sich bereit erklären würde, dein Freund, dass du mit deinem Freund zusammen zu einer Beratungsstelle geht, dass ihr mit einem neutralen Fachmenschen geredet zusammen? Ja, dann möchte der Betreuer dabei sein. Ja, ohne den Betreuer. Ja, ich habe ja auch gesagt, ohne den Betreuer, aber der möchte ständig überall dabei sein. Er sagt, das ist seine Aufgabe. Und dein Freund wehrt sich dagegen nicht? Ja, nee. Bin ich ratlos, muss ich dir sagen. Bin ich ratlos. Und ich weiß jetzt bloß nicht, wenn er wiederkommt. Jetzt ist die Sendung gleich vorbei. So. Das heißt, wir rufen dich aber nochmal an. Ja, okay. Ja, du legst auf, wir rufen gleich nochmal an. Gut, okay. Tschüss. Tschüss. So, Freunde, das war's für
Heute die erste Sendung, die erste Live-Sendung in diesem Jahr. Schön, dass ihr dabei wart. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr WDR Fernsehen, wieder mit einer freien Nacht, freien Themennacht.